Das letzte Video beschäftigt sich mit dem Auftragen der Kohlenstofftinte und dem Einkapseln der Solarzelle. Zu Beginn gibst du etwas der Kohlenstofftinte auf einen breiten Spatel. Mit diesem rakelst du dann die Kohlenstofftinte auf die Lochtransportschicht, also auf dein Substrat. Als Tipp: hier nur von einer Richtung rakeln, also entweder von unten nach oben oder oben nach unten, da sonst eine ungleichmäßige Schicht entsteht. Danach sollte man noch die FTO-Substratränder von den Tintenresten befreien, da es sonst zu Kurzschlüssen kommt. Die Schicht kann an der Luft getrocknet werden, alternativ kannst du sie auch föhnen. Dabei solltest du jedoch darauf achten, dass die Schicht keine Risse aufweist, also nicht zu heiß und zu stark föhnen. Nun kommen wir zum Einkapseln der Zelle. Dies wird gemacht, um die Zellschichten vor äußeren Einflüssen zu schützen. Dabei wurde eine TPU-Displayschutzfolie genutzt, die mit einer Kupferleitfolie versehen wurde, um dort eine Krokoklemme anzuschließen. Die Schutzfolie wird von der Halterfolie abgezogen und bereits vorab passend über das Substrat positioniert, um diese dann direkt auf die Solarzelle zu legen. Sitzt diese Folie direkt auf der Solarzelle, darf sie nicht nochmals angehoben werden, da sonst die Schicht zerstört werden würde. Zuletzt werden nur noch die Kanten der Folie umgefaltet und das war es auch bereits, denn nun ist die Zelle fertig und kann angeschlossen werden, gemessen werden oder kleine Servomotoren können daran angeschlossen werden. Alle weiteren Videos findest du jetzt hier in der gesamten Playlist.